Mein Buch ist endlich da. Ich habe 2 Monate auf dieses Buch gewartet und es musste noch durch den Zoll. Hab noch Zoll dafür bezahlt und rate mal, wie viel ich für dieses Buch bezahlt habe. 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, wer bietet mehr? 90 Euro. Ich habe 90 Euro für ein Buch bezahlt. Und deshalb bin ich extrem froh, dass das jetzt endlich angekommen ist. Das ist, oh, wir machen hier solche Klammern rein. So. So. Magic Words That Bring You Riches von Ted Nicholas. Ja, das gibt's bei Amazon, kriegst du das nur so von so Spezialhändlern aus Amerika, Großbritannien, keine Ahnung, das kriegst du nicht einfach so gekauft. Und das hat mich jetzt 90 Euro gekostet. Und manche sagen dann, boah, so viel Geld für ein Buch. Aber ich sag dir mal was, ich habe, warte, für diese knapp 20 Blätter, 20 Seiten, 10 Blätter sind das, 10 Blätter. Weißt du, wie viel ich für diese 10 Blätter gezahlt habe? Das ist der Newsletter von Ben Settel, der kostet 97 Euro. 97 Euro für 10 Blätter, ja, dann sagen die Leute, bist du bescheuert oder was? Hast du zu viel Geld oder was? Eben nicht, ja. Und weil ich noch nicht zu viel Geld habe, investiere ich ja auch in mein Wissen. Und deshalb ist dieses Video als Motivation für dich, dass du in dein Wissen investieren solltest. Wisst ihr, es gibt diesen Satz, diesen Witz, jeden Morgen stehe ich auf und schaue mir die reichen Liste von Forbes an mit den reichsten Menschen der Welt und wenn ich nicht drin stehe, gehe ich zur Arbeit. Ja, und genau so ist das auch bei mir. Ja, wenn ich da noch nicht drin stehe, solange bilde ich mich weiter, solange ich noch nicht auf den Bestsellerlisten in Deutschland, Amerika und Bulgarien stehe, werde ich mich weiterentwickeln. Und E-Mail-Players zum Beispiel, da geht es darum, wie man mit E-Mail verkauft, wie man grundsätzlich sich ein Online-Business aufbaut, das auf E-Mail basiert, das auf Text basiert, ohne fancy Instagram, ohne irgendwie einen großen Hintern zu posten oder sonst irgendwas. Ja, das ist ein ganz einfaches Konzept, das man da lernt oder bringt monatlich eine neue Episode raus, wo man was lernt, was auch sehr praktisch ist zum Umsetzen. Das kostet 97 Dollar pro Monat. Und ich habe davon nicht nur eine Ausgabe, ich habe davon irgendwie 12 oder 13 Ausgaben. Sprich, ich habe 1300 Euro dafür ausgegeben, um beim Ben Settel etwas zu lernen. Und dreimal darfst du raten, wie viel ich aber mit meinen E-Mails schon verdient habe. Ja, ich verdiene jetzt diese 1300 Euro, ja, wenn ich eine E-Mail rausschicke und etwas verkaufe, so wie ich es bei Ben Settel gelernt habe, habe ich diese 1300 Euro wieder drin. An einem Wochenende. Und das ist das, worum es geht, wenn man investiert in Wissen, wenn man investiert in Bücher und das dann auch umsetzt. Das ist der Haken. Ja? Viele Menschen haben viele Bücher in ihrem Bücherregal und sie lesen, 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 aber sie setzen es nicht um. Deshalb solltest du immer ergebnisorientiert lernen und fallorientiert. Was heißt das? Im Jurastudium haben wir gelernt, fallorientiert zu lernen. Das heißt nicht einfach nur ein dickes Jurabuch nehmen, von Anfang bis Ende durchlernen und dann, ja, jetzt weiß ich es halt. Nein, sondern du hast einen Fall und den musst du lösen. Also problemorientiert lernen, problemorientiert denken. Und du hast diesen Fall und die Informationen, die dir fehlen, um den Fall zu lösen, die schaust du nach auf Seite 213. Okay, Lösung gefunden, weitermachen. Ja, hör auf, ständig die ganze Zeit nur zu lesen und nicht umzusetzen. Ja, du musst natürlich das Ganze auch umsetzen, sonst bringt dir das nichts. Ich fand das einen guten Einstieg bei dem Buch von Ockmandino, wo er auf der Seite 1 schreibt, mein lieber Freund, dein Geld hast du zum Fenster rausgeworfen. Jeder Cent für dieses Buch ist verschwendet, wenn du es nicht umsetzt, was hier drin steht. Ja, und das möchte ich dir auch sagen. Ja, alles, das ganze Wissen nützt dir nichts, wenn du es nicht umsetzt. Und ich möchte dich motivieren, immer weiter zu lernen, fleißig Geld für Bücher auszugeben, natürlich auch für meine Bücher. Ja, und immer schön weiter lernen, weiter wachsen, dann wirst du besser werden. Und eines Tages stehst du vielleicht auf der Liste von Forbes oder auf der Bestsellerliste. Ja, und ich wünsche dir dabei viel Erfolg, schreib großartig, lern großartig, dein Walter. Ciao.